Ja, hallo meine Lieben, herzlich willkommen hier. Bereit. Geht es nun endlich weiter mit unserem Spellforce-Abenteuer. Wir haben jetzt schon längere Zeit leider nicht mehr spielen können, aber jetzt können wir natürlich das Ganze endlich mal wieder ausnutzen. Und ja, wir machen dort weiter, wo wir natürlich stehen geblieben sind. Und zwar, wir werden uns jetzt gleich verziehen in das Grauschattental. Wir haben ja hoffentlich, ich hoffe es wirklich so sehr, haben wir den hier, Seelenfelsen sofort aktiviert. Sonst haben wir jetzt hier ganz schönes Problem. Norden, Osten, okay, es sieht danach aus und ja, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, wir haben es richtig gesetzt. Es ist tatsächlich jetzt länger her, wo ich zuletzt Spellforce spielen konnte. Dementsprechend ist natürlich ein bisschen was vergangen. Aber nicht so schlimm. Jetzt können wir endlich weiter daddeln und jetzt geht's ins Grauschattental. Die letzte Begegnung, wie es dazu kam und alles, war ja nicht ganz so schön. Und naja, gucken wir jetzt erstmal, was uns erwarten wird. Mal gucken. Wir haben hier Urias. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall was vor uns. Aber dadurch, dass wir jetzt wohl erstmal einen kleinen ruhigeren Part haben, würde ich sagen, können wir mal kurz spazieren, ne? Ja, doch, gehen wir mal spazieren. Gucken wir uns mal kurz um hier. Vielleicht finden wir noch die ein oder andere Kiste. Die wäre natürlich auch nicht schlecht. Unser Harald, der ist jetzt auch schon Level 13. Also, der hat jetzt auch schon ein bisschen Geschichte hinter sich. Also, mega geil auch, was der Kerl hier bisher erlebt hat. Ja, ich meine, wir sind auch wirklich sehr, sehr weit gekommen, tatsächlich von den Folgen her bisher. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und sehr stolz auf dieses Spellforce-Projekt. Ich meine, es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Klar, man kann das Ganze noch mit der Nexus-Mod und Co. kann man das Ganze natürlich noch ein kleines bisschen verbessern. Kann geilere Grafik reinmachen, alles drum und dran. Aber ich sage es euch, wie es ist. Bessere Grafik, also ganz ehrlich, brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Ich muss sagen, so wie dieses Spiel ist, ich liebe es einfach. Ich bin absolut zufrieden und das ist ja wohl das Wichtigste, worauf es ankommt. Ja, aber auch wie ihr jetzt schon merkt, ich habe jetzt aus... Es ist jetzt schon ein bisschen her, wo wir die letzte Spellforce-Aufnahme, Massenaufnahme gemacht hatten. Ja gut, Massenaufnahme, das klingt so, als hätten wir uns gar keine Mühe gegeben. Ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte damit. Mit dieser Aussage, wir machen das ja immer so, ja, peu à peu am Stück natürlich, wo wir, haben wir alles schon erforscht, ja, ach stimmt, das war ja das, okay. Wir machen ja immer mehrere Sessions, wir zocken nicht nur 20 Minuten, dass wir eine Folge haben und dann gib ihm. Nein, natürlich nicht, also das wäre ja auch bei dem Spiel ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Also könnte ich überhaupt gar nicht fühlen bei dem Spiel, weil die Sache ist, bei dem Spiel, man investiert einfach diese Zeit. Man hat diese Zeit einfach. Es ist immens, was man hier, also, wenn du einmal angefangen hast, es ist so schwer, wieder damit aufzuhören. Und ja. Ja? Ja, ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Meine heilige Pflicht. So, wir gehen jetzt erstmal hier ein paar Bäume hacken. Währenddessen soll sich mal Harald hier noch ein bisschen erkundigen. Wir haben jetzt schon mal das erste Camp ausgemacht. Beziehungsweise nicht wirklich ein Camp, aber halt eher eine Bedrohung. Mann, hier haben wir auch nochmal Lenia. Wunderbar, schön alleine steht dieses... Okay. Ich glaube, ihr seht, was ich sehe. Der tote Riese, der gefällt mir natürlich nicht. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Ressourcen rankriegen. Das heißt Holzfarm. Aber, Alter, ach du Scheiße, wie viel... Lenia steht denn da? Aber ich sehe schon, die erste Bedrohung kommt tatsächlich auf uns zu. Also das heißt, wir müssen ganz schnell unseren Runenhintern wieder zurückbringen. Alter, aber das ist das jetzt hier eine Falle? Nee, ist es nicht. Okay, wir haben ein bisschen Loot. War gar nicht mal so schlecht, hier hinzugehen. Dann sollten wir jetzt aber ganz, ganz schnell wieder zurückkehren. Weil sonst wird unser Elfenvölkchen gleich mal wieder vernichtet, ehe wir überhaupt angefangen haben damit. Das können wir natürlich so nicht stehen lassen. So, und das erste Holz, es kommt zustande. Wunderbar, Leute. Was ihr wollt. So, jetzt nehmen wir die, die schon fertig sind. Nehmen wir natürlich hier schon fertig. Nehmen wir hier schon fertig, genau. Stellen wir schon mal auf die Seite natürlich. Die müssen uns schließlich gleich die Forsterhütte und Co. bauen. Was ist euer Begehr? Das machen wir jetzt auch gleich mal. Holzfällerhütte, Bärensammler, Jagdhaus. Ich glaube, der Förster, der braucht das kleine Haupthaus. Okay. Das können wir machen. Die. Okay, die kommen hierher.
Die kommen dadurch. Also das heißt, wir haben einen relativ abgesicherten Bereich. Ich weiß zwar nicht, was hier ist, aber es dürfte hier wahrscheinlich keine Bedrohung sein. Also heißt, wir waren vorhin gar nicht mal so verkehrt unterwegs tatsächlich. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz die Holzfällerhütte natürlich. Das ist das Erste, was wir machen. Ich habe jetzt auch leider noch keine Beeren gesehen, als dass wir Nahrung aufsammeln können tatsächlich. Was ich natürlich nicht unbedingt feiere, aber gut, es ist halt wie es ist. So, Urok, du musst sterben. Wir werden angegriffen. Guckt ihn euch an, Alter. Er will hier einfach durchziehen. Er begehrt meine Arbeiter, ne? Er begehrt meine Arbeiter. Nix da, Kollege. Du stirbst. Die Linien müssen halten. Na, die müssen definitiv halten. Wir haben zwar hier Nahrung, wir haben ganz viele Fische, aber leider keine Menschen. Ist ein bisschen schade. Ich bin uns nur nicht sicher, haben wir den Seelenfelsen aktiviert oder nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück. Sieht man aber nicht ganz danach aus. Gucken wir mal. Wir haben auf jeden Fall alle, sind soweit gut ausgerüstet. Wir haben ja ein paar sehr starke Helden mit dabei. Jetzt ist aber die Sache natürlich, wir sind jetzt schon weit vorangekommen. So ist es nicht. Aber ich habe so die Befürchtung, also nicht Befürchtung, Befürchtung ist das falsche Wort. Ich erinnere mich nicht ganz daran. Was ist wirklich hier nach diesem Grauschattental passiert? Aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe ein kleines bisschen Sorge, dass das richtig ein Problem werden könnte für uns. Aber ich glaube, jetzt kam langsam der Bereich, wo es halt wirklich langsam schwieriger wurde. Beziehungsweise spätestens nach dieser Karte. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, eigentlich sollte ich natürlich nicht so weit vorausteasern. Vorausgesetzt natürlich, es stimmt oder nicht, ne? Ist natürlich auch so eine Sache. Aber ich denke mir, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Man ist dann natürlich dann immer so ein bisschen besorgt. Gerade eben die Erfahrungen, die man ja gemacht hatte, beziehungsweise damals gesammelt hatte. Wir werden angegriffen. Ich weiß, ich bin damals, ich habe Spellforce konnte ich wirklich nur einmal durchspielen bisher. Vorsicht, Gegner! Ich weiß aber echt nicht, wie ich es damals geschafft habe. Und zwar, da gab es eben diese Medusa-Map. Die hatte ich ja vor einigen Folgen schon angesprochen gehabt. Wir werden angegriffen! Die versteinern dich ja und dann kommst du einfach nicht weiter. Die töten dich einfach wie nichts. Also ich muss echt sagen, ich habe echt Angst davor, in diesem Let's Play auch da auf die zu treten, auf diese Karte eins. Vor allem. Weil ich einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen muss. Also das heißt, es wird so ein richtiges Highlight eigentlich. Das Bauwerk ist vollendet. Da sind wir dann eigentlich sozusagen alle zusammen und können uns genau beobachten, ob wir das Ganze richtig machen oder nicht. Was ist das natürlich euer auch nochmal ganz anderes Feeling für mich, muss ich zugeben. So, was wir jetzt natürlich erstmal machen, ist erstmal die Sägemühle. Und dann werden wir den Förster bauen. So, da brauchen wir jetzt aber nochmal einen Human. Ein Human, ja genau. Nochmal ein Elf. So, die nächsten Ogre kommen. Ah, nee. Asche-Skelett kommt vorbei, okay. Okay, ich glaube, das Skelett will ein bisschen Stress haben, aber das ist okay. Darf es gerne haben. Die Rune ruft. Das darf das Skelett gerne haben, Leute. Und ich muss sagen, Alter, mein Arm juckt wie Sau, ne? Schau mal her. Ich habe hier, direkt hier, habe ich so einen scheiß Mückenstich bekommen, ne? Und, boah, meine Güte. Ist das absolut gemein. Ich bin halt direkt auf der Kante meines Schreibtisches. Und oh, ihr könnt euch vorstellen, das ist einfach nicht cool. Es ist einfach nicht schön. Es ist absolut nervig schon irgendwie. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Davon lassen wir uns jetzt nicht groß unterkriegen. Jetzt nur mal kurz gucken hier. Die stehen einfach nur da. Die beobachten uns. Die gucken, was wir jetzt machen. So, aber das heißt, wir müssen jetzt definitiv, so schnell es geht, Waffenkammern errichten. Wir brauchen mehr Holz. Das Asche-Skelett rennt weg. Okay, die rennen weg. Das könnte interessant werden. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall gleich schon mal ein paar Truppen. Machen wir auf jeden Fall auch den Sammelpunkt direkt hier vorne. So, wir errichten ja gerade hier eine gescheite Wirtschaft. Holz läuft, Lenia läuft. Einzige, was noch nicht läuft, ist die Nahrung. Aber gut, wir haben hier ein paar Büffel. Aber ganz ehrlich, diese Büffel. Gut, hier haben wir auch noch mal ein paar Büffel. Okay, ein bisschen Nahrung können wir kriegen. Ein bisschen Nahrung können wir. Ja, doch. Das wird funktionieren irgendwie. Was ihr wollt. So, schaut mal her. Ich möchte gerne euch drei haben und euch beiden. Ja. So, und ihr müsst mir gerne. Wird von Jägern und Bärensammlern beliefert.
So, was ich jetzt natürlich schauen muss, ist... Habe ich hier oben vielleicht ein paar Bären? Wäre natürlich geil. Wenn nicht, gibt es halt die Jagdhütte. Boah, Alter, nee, es gibt direkt die Jagdhütte. Schaut euch das mal an, ey. Oh mein Gott. Hier rennt so viel Wild rum, Leute. Da müssen wir uns, glaube ich, ehrlich gesagt nicht drum sorgen. So, schon aber unterwegs. Dadurch, dass wir natürlich was brauchen jetzt, ne? So, es ist nicht viel. Es sind nicht viele Skelette hier. Ich weiß aber auch nicht, was uns hier hinten erwartet. Schaut doch mal an. Die bekämpfen sich gegenseitig. Oh ja, das ist okay. Das soll mir recht sein, ehrlich gesagt. Das soll mir recht sein, Leute. So, Nahrungslager wird gerade errichtet. Sägemühle, Förster. So, was wir aber jetzt noch brauchen, ist noch mehr Holz. Das heißt, wir machen jetzt noch eine zweite Holzfällehütte. Auf der Stelle. Was ist euer Begehr? Unterwegs? So. Okay. So, das Nahrungslager ist errichtet, Leute. Das heißt, wir dürfen jetzt das Jagdhaus platzieren. Meine heilige Das machen wir auch gleich mal. So. Nächste Holzfällerhütte wurde auch gestellt. Der Förster läuft. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Holz. Ja? Wir haben jetzt leider nur noch 3 Arbeiterinnen. Die Rune ruft. Aber das wird absolut reichen, um natürlich dann, meine Güte, sag schon, das mittlere Haupthaus zu bauen. Jetzt haben wir es. Eieiei, okay, so. Elfenhain, genau. So, das machen wir jetzt als nächstes. So, dele. Ja, ich muss auch dazu sagen, ne? Ich habe ja, Standhalten, Männer. Das habt ihr vielleicht in den Streams mitbekommen. Ich habe ja gerade, wenn ich OBS anhabe, habe ich ja massiv Hardware-Probleme. In Form von, ich habe ein JBL Wireless Headset. Absolut geiler Sound, geiler Klang. Alles funktioniert einwandfrei. Ich kann stundenlang zocken, nicht wie mit einem anderen Headset, dass ich alle gefühlten 3 Minuten immer disconnected hat, beziehungsweise 3 Minuten wären ja schön gewesen, dass ich alle jede Minute so gefühlt disconnected hat. Ja, war auf jeden Fall echt ein geiles Erlebnis. Da war ich auch sehr, sehr enttäuscht gewesen. Ich habe dann Neues bekommen gehabt. Also ein ganz, ganz neues. Wir haben es in Reparatur gegeben gehabt. Das wurde dann eben auch repariert, beziehungsweise nicht repariert, sondern wir haben direkt ein höheres, ein besseres Modell bekommen, neueres. Aber das Problem ist trotzdem, ich habe das Gefühl, dass es sich mit OBS gar nicht verträgt. Weil sobald ich einen Stream anmache oder Aufnahmen mache, mein Sound ist einfach weg. Es hat so Probleme, ich muss immer wieder mal, muss ich meine Sound-Hardware neu starten, alles drum und dran. Und das ist halt richtig, richtig ätzend. Also kann ich euch nur sagen, wie das ist. Also ich hoffe auch, dass ihr nicht das Problem habt. Solltet ihr so ein JBL-Headset besitzen. Problem ist halt allerdings an dieser Geschichte, ich weiß halt auch nicht, woher das Problem kommt. Das ist halt so eine Sache. Ich vermute mal natürlich, dass es damit zusammenhängt. Wie ihr wünscht. Sag schon. Jetzt hab ich's komplett vergessen, ey. Jetzt, Alter. Also hier, Vorsicht, könnt ihr gerade sehen, richtiger Brainlag, so. Nee, also sollen die auch so ein JBL-Headset haben, oder? Nicht, muss ja nicht JBL sein. Aber habt ihr auch mit anderen so... Hallo? 4, 5? Hey, stop it. Was für 5 Namen, Alter? Haut mal ab. Alter, ich glaube, die wollen Schläge hier. Okay, ich glaube, die haben das Hardware-Geschwafel satt. Vorsicht, die wollen eins auf die Mütze. Aber das heißt, wenn jetzt schon hier so viel rauskommen auf einmal, wir müssen uns definitiv beeilen. Weil ich weiß nicht, wie lange wir dem standhalten können. So alleine, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir müssen uns definitiv beeilen. Dass wir so schnell wie möglich Truppe haben können. Dass wir dann auch Ryan raschen können. Aber das heißt auch, die haben hier unten auf jeden Fall ein Lager stehen. Standhalten, Männer! So, okay, er macht's gut, Harald leistet gute Arbeit. Trotzdem steckt da sehr, sehr viel Damage ein. Das heißt, sobald das mittlere Haupthaus erledigt ist, wir schicken 3 Arbeiter hin, machen dann erstmal Wachtürme.
Weil dann müssen wir erstmal hier hinten mal kurz raiden gehen, bevor wir uns dann diesem Skelettweg in den Wege stehen. Wie gesagt, ich weiß leider nicht, was uns erwarten wird. Dementsprechend müssen wir natürlich Vorkehrungen treffen, dass wenn wir schon gesplittet sozusagen losgehen, dass unser Dörfchen natürlich auch beschützt wird. Ist ja, denke ich, klar, ne? So, jetzt mal kurz gucken hier. Wir haben ja hier nochmal ein bisschen Linia. Wir haben generell hier ganz, ganz viel Linia. Hatte ich hier, glaube ich, noch irgendwo, oder? Oder waren das nur die zwei Spots? Ne, okay, das waren nur die zwei Spots, aber das ist okay. So, Skelett zieht uns mal wieder. Sprecht. So. Zur Stelle. So, eine Arbeiterin brauche ich hier. Zur Stelle. So, erlaubt Erhöhung des Einheitenlimits, erhöht Produktion eines Titanen. Okay. Dann machen wir noch das große Haupthaus hier hin. Okay. So, und jetzt werden wir nochmal neue Mitarbeiter produzieren. Wir können jetzt auch schon Heilerinnen basteln, das ist schon mal sehr gut. Wir ziehen das jetzt einfach mal komplett schnell durch hier, dass wir da auch die 40 Einheiten haben. Drei Elfen werden wir natürlich abziehen für die Wachtürme. Was ihr wollt. So, schau mal her. Ich will nur drei von euch. Die Rune. Ich will keine vier, ich will drei. Ja? Danke. So, dann basteln wir jetzt mal ganz kurz die Wachtürme, die Bogentürme. Dass wir natürlich auch schon eine Verteidigung haben. So, den ersten basteln wir mal hier unten hin. Da sind auch unsere Elfen natürlich geschützt beim Arbeiten. Einheitenlimit erhöhen wir schon mal. So, großes Haupthaus wird gebaut. Der Rest darf mithelfen natürlich. Und danach werden wir dann nochmal Linia-Sammler basteln. Holz. Oh, Holz wird langsam kritisch, Leute. Ich meine, die Förster machen zwar gute Arbeit, aber ein bisschen zu langsam. Oder unsere Arbeiter sind einfach schneller. Gut, ich meine, es sind 10 Elfen. Sind gerade am Holzhacken. Also, gut, muss ich halt auch noch in Schutz nehmen, ne? Ist ja klar. So. Wo sind meine drei Elfen? Ah, die sind noch auf dem Weg, okay. Okay, ich habe mich nicht beschwert. Schaut euch das mal an, der Büffel, der wird hier geklatscht. Elend, empfange meine Seele. Ach, wollte gerade sagen. Also, wenn du mir jetzt stirbst, dann haben wir aber ein kleines Problem, ne? So, perfekt. Der erste Turm wird errichtet. Haben wir auf jeden Fall schon mal eine kleine Verteidigung. So, aber... Sind die Skelette abgehauen? Ne, da ist die größere Truppe. Okay. Was haben wir denn eigentlich... Wir haben ja ziemlich, ziemlich viele Quests offen. Schaut euch das mal an, Leute. Wir haben noch so viel offen. Also wir müssen danach definitiv mal die ganzen Quests abarbeiten, dass wir uns auf jeden Fall auch gut vorbereiten können. Das heißt, wir müssen bald mal eine richtige Quest-Session machen. Was ist euer Begehr? Oh yay, da kommt Freude auf. Eine Quest-Session. Das Bauwerk ist vollendet. So, Bauwerk wurde errichtet. Zeig mal her, was haben wir denn noch nicht? Jägergilde. Schule der Alten. Errichten wir. So, der Turm ist gleich fertig. Das heißt, wir basteln hier noch ein Türmchen hin. Ne, da oben. Also, so weit oben jetzt auch nicht. Also, wir müssen es ja nicht übertreiben. Auf der Stelle. So, Harald darf ein bisschen zurückkommen. So, und dann schauen wir her. Sammelpunkt setzen wir dann natürlich hier. Dann passt das Ganze. Okay, aber dass wir natürlich noch irgendwie mitziehen können. Was ist euer müssen wir Begehr? Natürlich schauen, dass wir jetzt auf jeden Fall nochmal einen Elenhain bauen. Sprecht. Wir können jetzt auch nochmal natürlich ein paar neue Elfen produzieren. Das machen wir jetzt auch gleich mal. So. Die Rune ruft. Okay, drei. Sprecht. Okay, vier machen wir. Vier reichen. So, Lenia-Sammler. Einmal hier hin. Standhalten, Männer! Alter! Schaut euch das mal an. Die wollen das einfach wissen. Die wollen es wissen. Die legen sich mit uns an, Leute. Das darf ja nicht wahr sein, ey, ne? So, Schule der Alten ist entwickelt. Wunderbar. So, was braucht man noch? Jägergilder haben wir. Wir müssen noch die Schützenhalle machen, dass wir Windschützinnen und Wanderinnen basteln können. Dann haben wir auch schon alles errichtet. Das heißt, wir werden jetzt nochmal fünf Nasen abziehen. Sprecht. Werden nochmal förstern. Also das Ganze nochmal aufforsten hier, das Ganze, den ganzen Wald beziehungsweise weiter hochtreiben können und dann passt die Sache. Ihr seht, hier ist ein kleiner... Ah, guck mal an. Die ersten können weitergebastelt werden.
Das ist sehr gut. Was ihr wollt. So. Schützenhalle. 300 Holz, wir haben 250. Heißt nicht mehr viel, dann können wir endlich anfangen mit Basteln. So, aber ich glaube, die zweite haben wir, die reichen tatsächlich. So großes Hauptbau. Das Bauwerk ist vollendet. Mhm. Druiden verbrauchen weniger Mana. Passt wunderbar. Elend schenkt nehmen wir mit. Uns eine neue Fähigkeit. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt erst das Schützenhaus machen. Dann machen wir jetzt erst die Schützenhalle, bevor wir den Rest erforschen. Wobei, ich glaube, die Wachen müssen wir ehrlich gesagt nicht erforschen. Einheitenlimit erhöhen wir aber nochmal. So, und dann mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Nahrung, dass wir dann das Upgrade durchführen können für den Titan. Aber gut, brauchen wir wirklich einen Titan? Ich glaube mal nicht tatsächlich. Ja, sofort. Wir werden uns jetzt natürlich darauf konzentrieren. Schau mal hier. Machen wir nochmal die Jägergilde. Machen wir hier hin. So, aber dann können wir hier nochmal die Nahrung sammeln von den ganzen Büffels und dann passt die Sache. Und dann würde ich sagen, kommen wir endlich mal zur Truppenproduktion. Wir können jetzt soweit alle machen. Eisenlager. Warte mal, haben wir Eisenlager? Noch kein Eisenlager, ne? Sprecht. Wo haben wir denn das Eisenlager? Zeig mal her. 400 Holz. Uff. Okay, also Holz wird doch noch ein größeres Problem werden für uns. Oh, das finde ich aber echt nicht toll. Die Rune ruft?